Wenn man die Geschichte anschaut, dann hat Malawi Missionare schon seit über 120 Jahren empfangen. Missionare sind gekommen, um Leute für Jesus zu gewinnen, um Gemeinde zu bauen. Gott hat Afrika reich gesegnet durch viele Missionare aus Europa und Amerika. Lange dachten die Afrikaner, dass Mission nicht ihre Aufgabe ist. Missionare kamen immer aus fremden Ländern zu ihnen. Die afrikanische Kirche hielt sich selbst für sehr arm und Mission kostet Geld. Deshalb sahen die afrikanischen Christen den Missionsauftrag als Aufgabe der Musungus an, der reichen Weißen. Sie dachten lange Zeit kaum daran, selbst Missionare zu senden. Das ändert sich heute hier in Malawi. Während meiner theologischen Ausbildung habe ich Christen aus Mosambik kennengelernt, die viel über Mission und unerreichte Volksgruppen geredet haben. Sie erzählten mir vom Volk der Yaos. Das hat mich sehr interessiert. Plötzlich hatte ich das Gefühl, ich sollte selbst gehen und den Yaos dienen. Wir Afrikaner sehen Mission mehr und mehr als unsere Aufgabe. Afrikanische Kirchen zeigen großes Interesse. Es ist unsere Zeit. Wir wollen uns in die weltweite Missionsarbeit einbringen. Die malawische Kirche beginnt, dem Auftrag von Jesus zu folgen. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt. Ich kam 2010 nach Afrika. Seither staune ich über Gottes Handeln, den Beginn einer echten Missionsbewegung. Die Kirchen Afrikas sind eine noch unberührte Goldmine im Blick auf Mission. Neue afrikanische Missionare wissen anfangs nicht, wovon sie leben sollen. Sie beginnen ihren Weg im Vertrauen auf Gott. Ein Kirchenleiter hat uns die Türe in viele Gemeinden der Africa Evangelical Church geöffnet. So konnten wir zahlreiche afrikanische Christen mobilisieren, die uns unterstützen. Bei Jesus ist die Quelle. Jesus wird ihnen alles zur Verfügung stellen, was sie für ihr Leben und ihren Einsatz benötigen. Kürzlich absolvierten wir ein Training für Mission einer Partnerorganisation der DMG. Jetzt sind wir bereit. Was ich wirklich im Moment als spannend empfinde, ist, dass wir mit der malawischen Kirche diesen Umbruch erleben. Weg von dem rein Empfangenden, Missionarempfangenden, hin zum Gehen. Unsere Kirche in Malawi betet für uns Missionare, dass wir Mut haben, ins Volk der Yao zu gehen und sie mit dem Evangelium zu erreichen. Und um Kraft für uns, denn wir lassen Familie und Freunde zurück und gehen in eine fremde Kultur. Als Missionare stellen wir uns ganz Jesus zur Verfügung. Wir haben eine klare Berufung. Gott hat uns beauftragt, Menschen für Jesus zu gewinnen. Es ist ein großer Gewinn, wenn afrikanische Christen Gott folgen. Er sendet uns in die Welt hinaus, zu Menschen, die noch nicht zu seiner großen weltweiten Familie gehören. Es tut sich ein neuer Horizont auf für die malawische Kirche. Sie sehen nicht nur die Bedürfnisse ihres eigenen Volkes, sondern sehen auch die Verlorenheit der Völker um sie herum. Sie haben allen Elan und Energie und wollen sich dem stellen. Demnächst beginnt unser Einsatz im Volk der Yaos. Sorge bereitet uns, dass die meisten Yaos Muslime sind. Wie können wir ihnen die gute Botschaft von Jesus ans Herz legen? Und wie werden sie uns Christen behandeln? Wir sind zuversichtlich. Der Heilige Geist hilft uns. Wir haben einen klaren Ruf von Jesus. Ihm dienen wir. We are going to minister there.